Hier haben wir vier Leitern Rippchen, bei denen wir uns zunächst erstmal darum kümmern, dass wir die Silberhaut darunter bekommen. Und zwar ist die Silberhaut dieses leicht schimmernde, was ihr hier auf der Oberfläche seht, an der Knocheninnenseite der Rippen. Das funktioniert am besten, wenn man sich dazu ein Messer nimmt und damit so ungefähr beim zweiten Knochen hier unter diese Silberhaut fährt. Dann kann man das Ganze nämlich so hochnehmen und wenn man Glück hat, dann in einem Schwung runterziehen. Nummer 2. Und um den Rest kümmere ich mich jetzt auch noch. Bei diesen Rippchen handelt es sich um die sogenannten Baby Back Ribs. Das ist die kleine Variante der Rippen und quasi das Pendant zu dem, was man sonst als Spare Ribs bezeichnet. Der Unterschied ist, dass die Baby Back Ribs oben am Kotelettstrang des Schweins ansetzen und die Spare Ribs sind quasi die Verlängerung dessen. Wenn ihr sowas beim Metzger holen wollt, müsst ihr nach Kotelettrippen fragen. Die Spare Ribs sind dann das, was hier üblicherweise als Schälrippen bekannt ist.